Heute sind wir hier in La Rochelle beim Grand Pavois, wo wir das neueste Nähe-Design, Marc Lombard, am gestrigen Tag getauft haben. Die Baunummer 1 ist jetzt offiziell übergeben und wir machen gleich mal einen Rundgang. So, jetzt sind wir an Bord. Dieses Schiff ist ein Upgrade zur Nel 51, von der fast 50 Baunummern fertiggestellt wurden. Diese Baunummer 1, der 52er, hat deutlich elegantere Linien und zeichnet sich auch noch dadurch aus, dass sie aufgrund der strukturellen Verbesserungen im Bau 3 Tonnen weniger Leergewicht aufweist. Das heißt, das Schiff bietet nochmal deutlich mehr Performance, deutlich mehr Seetüchtigkeit. So, jetzt sind wir hier direkt in dem großen Cockpit. Das ist relativ unverändert. Wir haben verschiedene Optionen, wie zum Beispiel hier die schwenkbare Rückenlehne, sodass man eben auch sehr leger, windgeschützt über den Atlantik segeln kann. Wie üblich bei Nel den großen, soliden Platz für das Beiboot. Das wird immer noch mit dem Lift direkt über eine Endloswinch per Kran aufgehoben und aufgesetzt. Dann haben wir ein vollgeschlossenes Bimini-Kopf hier, was uns den Zugang vom Cockpit in den Salon, Nels Cockloom, ermöglicht. Okay, jetzt sind wir hier im Cockloom, das bei diesem Schiff komplett in Flexitech ausgeführt ist. Das heißt, der Boden des Cockpits und des Salons ist eine komplette Einheit. Und der gesamte Innenraum der Nel 52 hat sich spiegelverkehrt im Vergleich zu dem Vorgängermodell. Wir haben jetzt tatsächlich hier auch wieder die große Sitzgruppe, 2 geteilte Tische, die aber durch komplette Öffnung der Glaswand eben auch zusammengeführt werden können. Dann, was neu ist, wirklich ringsrum große Fenster. Und der Küchenblock, der sonst hier stellte, ist jetzt drüben an Steuerbordseite. Der Navigationsplatz hier mit kompletter Rundumsicht. Das heißt also, wir haben als Navigator wirklich die Möglichkeit, komplett beim Segeln das Schiff von hier zu kontrollieren und sitzen gleichermaßen natürlich bestens geschützt im Schwerpunkt des Schiffes. Direkt vom Salon geht es dann hier in die Eignerkabine. Da haben wir, wie auch schon auf der Nel 51, einen kompletten Rundumblick, haben auch die Möglichkeit, durch das große Fenster, was wir hier abdunkeln können, in die Küche und über das gesamte Schiff Navigationsplatz zu schauen. Weiterhin, dies ist eine Option. Wir haben auch die Möglichkeit, die eigene Kabine komplett aus dem Brückendeck herauszunehmen. Aber hier ist vom Eigner, das erste Schiff geht unter Schweizer Flagge los, ist diese Situation hier gewählt. Und wir machen gleich nochmal einen Schwenk in den Badbereich des Eigners. Hier ist neben einem großen Büro, das sehen wir hier, also hier ist ein großes Büro mit Laptopplatz und ein Instrumentierung hier, Querlüftung überall, Ventilatoren. Also das Schiff ist auch mit reichlich Luken, die jetzt inzwischen auch alle flush sind, also decksschlüssige Luken, versehen. So, und ich befinde mich jetzt hier ganz vorne im Utility Room. Hier haben wir also Waschmaschine, Stauraum und davor ein großes Duschsegment, davor das WC-Abteil. Das heißt also auch dieser Rumpf, wir befinden uns im Steuerbord Float, ist komplett mit großen Luken versehen, Querlüftung, Fenster, also der gesamte Bereich ist nutzbar bis zum Kollisionsschott. Dahinter haben wir dann die von außen zugängliche Segellast. Direkt angeschlossen an den Salonbereich, ein Deck tiefer, haben wir dann das in diesem Fall mit Stockbett ausgerüstete Kinderzimmer oder Crewkabine oder Gästekabine. Das lässt sich
sowohl mit einem Doppelbett ausstatten, als auch eben mit dieser Version hier als Stockbett. So, jetzt schließe ich die Tür zum Salon aus der Stockbettkabine und habe hier direkt angeschlossen einen WC-Bereich, der weiterhin von der Gästekabine genutzt wird. Das heißt, wir haben hier eine Doppelnutzung von den beiden Kabinen. So, und hier geht's weiter. Dies ist die Innovation von Nils. Hier hätten wir sonst den Technikraum und bei dieser Nils 52 ist optional der Bereich als zusätzliche Doppelkabine. Im Schiffsschwerpunkt, wahrscheinlich auf See, die beste Art, ruhig zu schlafen, gelegen. Alternativ kann auch hier wieder der große Technikraum eingesetzt werden. So, jetzt geht's runter in den Backboard Float. Hier haben wir erneut eine große Achterkabine, die auch komplett mit großen Seitenfenstern, in diesem Fall Ventilator, Aircondition, seitliche Querlüftung, Decksluke und natürlich reichlich Stauraum noch unter dem Bett. Zusätzlich Hängeschränke. Also auch in diesem Float, der tatsächlich früher nur bei den Trimaran als Fenderlast diente, haben wir richtig Lebensraum und Platz. Weiter geht's dann mit dem WC-Bereich. Toilette, Waschbecken, wiederum Querlüftung, wiederum Decksluke, große Spiegelflächen, dann das gesamte Dusch, der gesamte Duschbereich. Und hier hat der Eigner normalerweise einen Kollisionsschutz. Hier hat der Eigner das ersetzt durch einen weiteren Durchgang, der in die Segellast führt und nochmal einen Utility-Raum ermöglicht. Das heißt, hier kann man nochmal Geräte stauen, Tauchflaschen, was auch immer, lässt sich hier wunderbar unterbringen. Das ist aber auch eine Sonderoption. Das Schöne bei Nähe jetzt ist, dass Sonderoptionen möglich sind. Wir haben also verschiedene Vorgaben bereits, Layout-Vorgaben, aber alles kann auch noch tatsächlich modifiziert werden. Das ist sehr erfreulich und eigenorientiert. So, dann haben wir hier direkt im Cockpit zugänglich den Technikbereich. Das, was also den großen Reiz von Nähe Trimaran ausmacht, der große Technikraum ist hier untergebracht. Er ist nicht klein. Auch hier sind Elektrik, Elektronik getrennt vom Maschinenraum. Im Maschinenraum untergebracht ist gleichermaßen ein großer Generator. Wir haben hier Aircondition, Heizung, Wassermacher, die gesamte Elektronik für den Solarbetrieb, der hier mit über 2 kW eingesetzt ist. Also all das lässt sich unverändert gut begehen, ist aber im achteren Teil des Schiffes, zentriert, von außen zugänglich, aber abgedeckt, geschützt zugänglich. So, und jetzt sind wir auf der für Nähe schon legendären großen Brücke. Wir haben hier tatsächlich 3 Elektrowinschen, Zugang zu wirklich allen Segelfunktionen. Das heißt, wir können alle Vorsegel, die bei Nähe immer doppelt ausgeführt sind, also Genua und Solent, direkt hier bedienen. Wir haben erfreulicherweise Umlenkrollen, die uns ermöglichen, tatsächlich von allen Hebelbänken zu arbeiten. Und wir haben reichlich Platz. Zugang weiterhin hier direkt zur Sonnenterrasse. Das ist so ein spezielles Feature auf der Nähe 52. 51 hatte das auch. Und wir können hier tatsächlich unterm Baum, der dennoch Arbeitshöhe hat, sitzen und ja, die Fahrt genießen. Das Deck ist voll begehbar. Wir haben immer noch einen Baum in Arbeitshöhe. Das heißt, wir können auch jederzeit sicher am Großsegel arbeiten. Haben sämtliche Leinenführungen hier direkt offen an Deck. Alles ist also einsehbar und kontrollierbar. Und, das ist ein besonderer Charme jetzt, die neuen Solbian Solarpaneele sind nicht nur begehbar, sondern komplett formschlüssig und auch für dieses Nähe-Modell tatsächlich ganz gezielt konfiguriert, um der Decksform eben zu folgen. Ja, Sicherheitsfeatures auf dem Schiff sind eine komplette Rundumreling Dynamar an Aluminiumpoles, die jetzt dreizügig sind, auch an den Seiten und 75 cm hoch. Das heißt, man hat wirklich jederzeit eine komplett sichere Umhausung hier. Und smarte Details, wie zum Beispiel hier der Fitting für unseren Solent. Das ist tatsächlich alles jetzt
in Textil ausgeführt und damit fast deckschlüssig ohne Stolperfallen. Das bezieht sich natürlich auch auf die gesamten Flaschdeckluken. Die hier haben wir jetzt das Stockbettkabinett drunter oder im vorderen Bereich eben den Zugang zum großen Ankerkasten. Der Ankerkasten ist natürlich auch gegeben. So, und jetzt habe ich ein Feature vergessen. Das ist die Crewkabine. Wir haben also hier im Laufdeck am Heck noch tatsächlich eine komplette Kabine, die als Crewkabine nutzbar ist. Eine steile Leiter, aber hier lässt sich dann tatsächlich noch eine Koje einbauen. Hinten ist auch nochmal ein Escape und wir haben also eine Belüftung, klein aber fein, als zusätzliches Feature. Die hatte ich vergessen.